Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem wunderbaren Vlog von heute. Wir waren hier gerade bei der Post, weil endlich unsere Verbundschaumstoffe da sind. Und Julius meint, er kann das alleine tragen. Ja. Das werden wir jetzt filmen. Kurzer Spoiler, ich habe es nicht geschafft. Aber wir entgehen hier jetzt dem Hundekampf. Katja hat eins. Ich habe das andere Paket. Reiner Balanceakt. Aber wir sind auf dem Weg nach Hause. Neue Technik. Wir warten auf die Ampel. Haben es aber fast geschafft. Nur noch über die Straße. Ich habe es geschafft und die beiden Rollen Verbund Schaumstoff sind mit dem Auto hier ins Gym gekommen. Es sind jeweils 2 Meter lange Bahnen, 1 Meter breit und die werden eben hier jetzt genau ausgelegt. Nun, der GHD muss noch weg. Die Uhr hat mittlerweile auch Strom hier oben. Ich muss trotzdem an der Verkabelung, wie ihr seht, noch ein bisschen was machen. Ansonsten wird jetzt im ersten Schritt aber erstmal hier der Verbundschaumstoff ausgerollt. Die Stellen für das Rig natürlich auch ausgeschnitten, damit in den nächsten Tagen, bestenfalls schon morgen, dann hier die USB-Platten als nächste Bodenschicht draufkommen können. Das hier ist der Rest der Verbundschaumstoffplatten und der Rest liegt jetzt aus und ist schon mal grob mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Hier sollen morgen dann die USB-Platten drauf verlegt werden. Der Plan ist, 2 Schichten zu machen, einmal quasi auch in dieser Laufrichtung und einmal dagegen, dass man wirklich einen Untergrund hat, der hier möglichst viel Druck wegnehmen kann. Und jetzt gerade, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, habe ich hier oben auch noch die Kabel versteckt. Das heißt, hier kommt auch direkt aus diesem großen Kabelkanal, den können wir mitnutzen, das Kabel für die Sonos raus und da oben auch für den Timer. Es gibt kein YouTube-Video ohne Baumarkt. Besuch in der Gymbau-Vlog-Serie, aber wir haben hier einen Meilsprinter, der gerade schon voll gepackt wurde mit den Holzplatten für unseren Gymboden. Film war nur ein bisschen schwer, aber so sieht das Ganze aus, zugeschnitten. Einige auch ganz und die werden jetzt rüber ins Gym gefahren und dann auf den Schaumstoffmatten ausgelegt. Ich bin nass geschwitzt, das ist aber alles eingeladen und der Sprinter ist weggebracht. Das Gute ist, es sind wirklich 9 Euro gewesen. Vom Abholen zum Baumarkt fahren, dort kurz stehen lassen, alles holen an den Holzplatten und den Nägeln, reinladen, hier zum Gym fahren, ausladen und weg. Das heißt, man muss nicht irgendwie lange zu einer Autovermietung, sondern kann die einfach in der Stadt einsammeln. Das ist hier super praktisch. Und jetzt geht es daran, den Boden im Gym zu verlegen. Wir müssen die Ausschnitte fürs Rig noch machen und dann kommen 2 Schichten übereinander, damit wir möglichst viel Stabilität haben. Willkommen zurück. im Gym. Ein sehr wilder Tag mit sehr vielen Diskussionen von Julius und mir. Deswegen ist nicht so viel Videomaterial. Ja, war sehr hart. Aber wir haben es irgendwie geschafft, unsere Bretter hier für den Boden zu besorgen und auch schon ein paar zu verlegen. Meine Hand sieht man. Und unsere ganzen Termine einzuhalten, was ziemlich wild ist, dass Training wir das hingekriegt haben. Calls. Training 4 Calls zu unterschiedlichen Zeiten und trotzdem funktioniert es noch. Es ist Abend und die Nachbarn werden uns hassen, aber wir sägen. Genau. Und das ist eine neue Folge Julius in Gefahr. Kannst du vielleicht weniger mit der Säge in deinem Gesicht rumfuchteln? Jetzt wird gesägt. Bemerkungen zu dem Profi-Bohrloch, was ich hier vorher schon gemacht habe, damit man jetzt ganz entspannt hier wenden kann. Ganz geschmeidig geht das nämlich. Für perfekte viereckige Ausschnitte. Wow. Fantastisch, Julius. Ja, möchtest du jetzt noch mal was dazu sagen zu dem Profi-Tipp, den du erhalten hast? Ja, man bohrt oben in die Kanten einmal rein, damit man da ganz entspannt drehen kann. Hat dir das gesagt? Irgendwann mal aufgeschnappt, früher. Von einer der vielen Baustellen, als ich unterwegs war. Ja. Oder vielleicht auch deine Handwerkerfreundin. Meine Handwerkerolle.
Deine Handwerkrolle. Genau. Ja, also ich möchte nämlich nicht, dass Julius mich Perle nennt. Deswegen darf er mich nur Olle nennen. Ich weiß nicht, ich finde Olle besser als Perle. Schreibt in die Kommis, was ihr besser findet. Was ist besser? Olle, Perle? Vibe. Mein Vibe. Viele Grüße an Burak. Oder auch meine Alte. Die Alte? Die Alte macht Stress daheim? Auch witzig. Auch echt witzig. Also, was sagt ihr so, Liebe, zu euren Frauen? Ich glaube, jetzt machen wir uns unbeliebt in verschiedenen Sachen. Ja, also hier wird es jetzt eingesetzt. Nicht an die Wand kommen, Chuchu. Ja, ganz vorsichtig hier mit der Wand. Schön. Und ich habe gelernt, hier gibt es eine Nut und eine Feder in den USB-Platten und dann werden die da so eingeharrt, damit die auch nicht verrutschen, was ich ziemlich cool finde, was ich nicht wusste. Es gab schon viel Muster. Oh, ah. Wir sind durch und haben beide Schichten Boden mittlerweile ausgelegt und wie ihr sehen könnt, hier auch schon verschraubt, sodass hier wirklich alles fest ineinander hält. Mittlerweile sind es schon 4 Schichten. Wir haben unten einmal die Gummibodenschicht, dann den Verbundschaumstoff und 2, wie ihr hier auch sehen könnt, Holzplatten übereinander. Das Ganze wird noch begradigt und dann kommt eine Leiste davor, aber jetzt kommt nur noch eine Schicht drauf und zwar der Gummiboden und hier diese Lifting-Plattform. Wir hatten den zum Sägen abgedeckt. Ist auch einiges an Dreck entstanden. Deswegen hat sich das schon mal gelohnt. Und jetzt wird hinten auf jeden Fall mal die erste Reihe Gummiboden ausgelegt. So sieht es jetzt mit der ersten Reihe an Gummiboden aus. Katja versucht gerade hier schon mal so ein Puzzleteil abzuschneiden, aber wahrscheinlich brauchen wir noch mal ein längeres Cuttermesser dafür. Das hier ist die erste Lifting-Plattform, die jetzt auch ausgepackt wurde. Dafür kommen eben hier die Puzzleteile weg, damit die Plattform bündig an den Boden drankommt. Hier drüben sieht man auch schon, wie das Ganze dann aneinander liegen wird. Wir müssen jetzt noch ein bisschen durchrechnen, wie es mit unserem Boden am besten passt, damit wir hier die Flächen, die eben nicht quadratisch sind, am besten füllen können. Und dann wird Schritt für Schritt hier die nächste Schicht draufgebaut. Wir sind weitergekommen mit unserer Plattform. Wie das Ganze eben im Detail und aufgeräumt aussieht, gibt es aber bald. Dafür haben wir jetzt den Teppich geschafft, mit dem Auto ins Gym zu fahren. Und das Ganze wird jetzt ausgerollt, hier ausgeschnitten. Und dann kriegen wir hoffentlich hier heute noch unseren Teppich für den Schlitten fertig. Der Vlog heißt, wir machen den Boden. Oh, der Vlog heißt, wir machen den Boden. Ja. Dann haben wir mehr gemacht. Das ist der Bodenvlog. Weißt du, wo der Vlog beginnt? Hm? Oh, beim Späti, als wir den Boden geholt haben. Ah, getan. Also die Tür und der Boden hier, da gibt es keine Veränderung. Es gibt aber ein bisschen Veränderung in der Müllsituation. Ist immer noch viel Müll. Ja, aber wir sind quasi reich. Wir haben ganz viel Pfand. Wir haben auch immer noch das alte Essenszeug, das hat man echt mal mit, wenn es ekelhaft. Ja, aber ansonsten zeigen wir jetzt den Rest. Also, wir sehen hier, richtig, das Rig, eine Plattform, Gummiboden, 2 Schichten Holz und dann noch Verbundschaumstoff. Mit dem Boden hat alles angefangen bei DHL, den gab es bei Obi, der kam mit einer Spedition. Genau, hier alles. Wir hoffen, dass es leise genug ist. Wir haben aber ja die Tropmats. Ich glaube nicht, dass ich so hart auf den Boden droppen werde, sondern eher die Tropmats nehmen. Schauen wir mal. Ansonsten, einen Moment, das ist der Sprungtest. Voll in Ordnung. Es vibriert nichts mehr, ist alles cool. Genau, das haben wir erledigt. Kennen die Menschen schon die Sonos-Boxen und die Uhr? Ja, ich glaube, die hatten wir im letzten Video. Kabelung hatten wir gemacht, die Uhr hat jetzt auch Strom. Jo, kommen wir zurück zum Boden. Hier haben wir es auch richtig, richtig gut gemacht. Hier mit den Ausschnitten. Das überspringen wir.
Hier wurde auch darauf hingewiesen, dass, falls Sie sehen, Herr Winterkorn, Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Aber ansonsten würde ich es vermeiden, die Spaltmaße passen nicht 100%. Es tut mir wirklich leid, ich habe mein Bestes gegeben, es hat nicht funktioniert. Hier haben wir es dann wieder besser gemacht, nachdem wir hier ganz viel Hate erfahren haben von Dani Ehrenmann. Und hier sieht man jetzt auch quasi keinen Unterschied. So nach hinten darf man den Spaltmaß nicht so genau zeigen. Das hier auch super schön. Das hier, das optimal. Mit Kurve, mit Zuschnitt, alles vierlagig zugeschnitten. Genau, das Einzige, wo wir uns noch nicht so ganz sicher sind, ist, wie wir es hier machen. Und ein L-Profil als Abschlussleiste. Ja, aber man sieht auch hier, wir haben verschiedene Ebenen. Nochmal zum Thema Spaltmaße. Egal, ich wollte darauf hinweisen, bevor ich hier abgeschlossen bin, zu Herrn Winterkorn. Meine allerliebste Lieblingshose ist jetzt kaputt. Hier. Oh. Hier. Man sollte mit einem Carbonmesser sein Bein ein bisschen aus dem Weg machen. Wer dicke Gummiboden schneiden möchte, dem können wir aber schwarze Klingen für ein Cuttermesser sehr empfehlen. Gibt es nicht bei Obi, nicht bei Thum, nicht bei Globus, aber bei Hellweg, bester Baumarkt der Welt. Bei Hellweg haben wir einen gefunden. Wie viel Werbeanzeigen machen wir hier eigentlich? Das ist keine Werbung, das ist eine Empfehlung. Ah, okay. Eine nicht bezahlte Empfehlung. Nochmal zurück zu meinem kleinen Löchlein. Also ist alles gut, Mama, ich musste nicht genäht werden. Es ist ein bisschen tief, ich habe gerade festgestellt, ich habe doch mal ein bisschen mehr Fett an meinen Oberschenkel als Muskeln. Was ganz gut ist, hat es abgefedert. Aber wie gesagt, ich musste nicht genäht werden. Ich habe es einfach knallhart ignoriert. Am Papier habe ich mich auch geschnitten. Ja, aber ich habe ja bei Geburtstag, ich weiß ja nicht, wann das Video kommt, bei Geburtstag, ich bräuchte eine neue Jogger. Genau, so, zurück zum Boden. Wir haben neben diesem wunderbaren, tollen Plattformboden auf den Rasen verlegt. Er ist auch nicht perfekt, er klebt auch nicht richtig. Das doppelseitige Klebeband, das empfohlen wurde, funktioniert leider nicht gut. Das machen wir noch alles, deswegen liegen hier auch diese ganzen Platten verteilt, nicht weil wir chaotisch sind, nein, sondern weil wir versuchen, hier noch so ein paar Wellen aus dem Boden rauszunehmen, damit er sich noch so ein bisschen breit drückt. Weil eventuell habe ich mich hier und da ein bisschen verschnitten. Ist er auch nicht so schlimm. Sieht man so aber gar nicht. Unser Kurzhantelregal ist auch umgezogen. Das ist auch umgezogen, weil wir eigentlich hier so die Cardio-Ecke machen wollten. Ist uns aufgefallen, dass wir ein GHD haben. Was sehr cool ist, aber leider ein bisschen mehr Platz einnimmt. Wir wussten von vornherein, dass das GHD sehr viel Platz einnimmt. Wir haben ja auch einen Reverse Hyper. Ja, wir werden sehen, wie wir hier alles noch unterkriegen. Vielleicht muss die Büroecke tatsächlich dran glauben. Ja, genau, weil also da wird auf jeden Fall ein Bike stehen, vielleicht da drüben das zweite. Hier kommt noch das Ski-Air dran. Und den Rower kann man Gott sei Dank aufstellen. Also von dem her, in dem Rower mache ich mir gar nicht so viel Sorgen. Ich möchte noch auf eins hinweisen. Es ist passiert. Julius Isidorf Design-Teil des Gyms auspacken. Oh! Ja, wir drehen uns einfach mal, Julius, und du kannst es dann. Tada! Endlich! Seit Wochen wollte ich den Spiegel auspacken, als er geliefert wurde. Gefühlt vor einem Monat. Jetzt wurde er endlich ausgepackt. Hier der schöne Selfie-Spiegel, in dem man dann auch das Gym nochmal sieht. Alles sieht ein bisschen größer aus. Ich möchte darauf hinweisen, dass er nochmal mehr Platz wegnimmt. Er nimmt einen minimal Platz weg, also, aber wie das GHD. Dafür leuchtet hier alles schön. Der Spiegel braucht nicht so viel Platz wie ein GHD. Das ist eine Lüge. Das ist Ansichtssache. Das ist unser Gym und das ist, was wir getan haben die Woche. Das war unser Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Vlog. Liken, kommentieren, abonnieren. Katja vloggt auch. Mal mehr, mal weniger. Genau, ich habe ganze 3 Vlogs gemacht und seitdem habe ich einfach so viele andere Sachen zu tun. Da kommt aber auch noch mehr. Hier kommt auch noch mehr. Wir gehen jetzt nach Hause, wir müssen essen. Paula hat keine Lust mehr. Und arbeiten. Programm noch ein bisschen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.